was ich tue. Ich habe mich online durch ganz viele Tutorials geklickt. Oh Gott! Ja. Nun, liebe Freunde der Kunst, schreiben wir zum Höhepunkt des Abends. Theater TV auf ITV Coburg, ein Service der Sückter Chor GmbH. Coburg. Der bekannte Schönheitschirurg Dr. Gabriel Eisenstein muss heute seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Kronach antreten. Mit einer Radioszene beginnt die Handlung der rund 150 Jahre alten Operette von Johann Strauss. Irritierend ja und gerade deswegen auf höchstem Unterhaltungslevel. Die Fledermaus-Inszenierung spielt in der Jetztzeit und ironisiert ihre typischen Verhaltensweisen. Selfies, YouTube-Tutorials und Co. So werden die Verstrickungen der Charaktere und deren oftmals entgegenlaufenden Zielsetzungen besonders greifbar. Ich finde diese Figuren, die sind so spannend und so packend, dass ich die gerne so weiterdenken möchte, dass man die heutig und lebendig vor sich sieht und nicht als Abziehbilder einer vergangenen Zeit, sondern tatsächlich als Menschen, die einem hier auf der Straße begegnen könnten, natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, ein bisschen rausgekitzelt sozusagen. Der Schönheitschirurg Dr. Eisenstein nimmt es nicht sonderlich genau mit seinem Handwerk. So kommt es, dass ihm wegen eines Kunstfehlers Haft droht und er zum Buhmann der Gesellschaft wird. Wenn ich in die Oper gehe oder ins Theater, sind vor allem die Anti-Helden wahnsinnig interessant. Und Dr. Eisenstein ist ja eigentlich ein Anti-Held. Und also, wenn ich jetzt das Stück sehen würde, wäre Dr. Eisenstein für mich wahrscheinlich der Sympathieträger. Menschen mit Fehlern und eine Stimmung von jeder treibt's bunt. Dieser Mix macht die Fledermaus ein bisschen zum Spiegel unserer Zeit, aber vor allem zu einer abwechslungsreichen und witzigen Komödie ab sofort im Landestheater Coburg. Ja.